Ja, hallo, ich bin's der Blumann. Heute geht es um eine Lichterkette, um eine wunderschöne Büste, eine wunderschöne Dame und um diese Silberdrahtpflanze. Ja, es ist wirklich voll im Trend, diese Damen. Da haben auch ganz viele von euch bei mir gekauft oder auch bei Floristik24. Und ja, wenn du das noch nicht weißt oder schon vergessen hast, Lichterketten, Damen, Weihnachtsmaterial oder ganz vieles anderes findest du bei Floristik24 mit dem Rabattcode Blumenmann, gibt es dort sogar 10% Rabatt. Also check it out. Und viele fragen mich immer wieder, was ist eigentlich Trend, lieber Blumenmann? Ich sage, das, was du liebst, das ist Trend. Also, du wirst aber sicherlich heute die Idee erfahren von mir, was ich da mit dieser Dame, der Lichterkette und diesem Silberdrahtpflänzli machen möchte. Und zwar legen wir diese Silberdrahtpflanze ganz einfach und schlicht hier in diesen Topf rein. Wichtig ist, dass wir da genügend Erde geben. Einige fragen mich immer wieder, lieber Blumenmann, ist diese Silberdrahtpflanze oder auch Galeocephalus winterhart? Ich sage leider nein. Viele nehmen sie auch im zweiten oder dritten Jahr wieder nach vorne, weil sie merken, auch trocken sieht sie wunderschön aus. So, schon so sieht doch diese Dame frech und schön aus. Mal eine Dusche wäre noch gut für diese Dame, wenn sie doch dreckig ist. Und jetzt nehmen wir die Lichterkette. Das ist eine Lichterkette, die ist eigentlich für Indoor gedacht. Aber nichtsdestotrotz können wir die auch ganz gut für draußen benutzen. Wir brauchen dazu so einen kleinen Plastikbeutel. Legen dann die Kanüle hier schön rein. Können das Ganze schön zumachen, zukleben. Nehmen dann ein paar Stücke Tessa-Band. Ich weiß, einige wissen das besser, wie man das schöner und effizienter machen kann. Wenn du aber so eine große Kanüle nimmst, für Outdoor hast du viel zu groß, dass du es einfach hier hinten reinstoßen kannst. Können wir nämlich das so schön diskret hier versorgen. Das sieht keiner mehr, dass wir da diese Kanüle mit den Batterien haben. Und dann können wir diese kleine schöne Lichterkette hier reinmachen. Ja, wenn du noch keine so Lichterkette hast oder wenn du findest, hey, da brauche ich noch mehr oder auch noch keine solche schöne Dame hast, dann geh mal bei Floristik24 schauen, da hat sicherlich was Cooles auch noch für dich. Ja, du sagst sicher jetzt, mach mal dunkel, lieber Blumenmann, wir wollen den Effekt auch wirklich richtig schön sehen. Das mache ich jetzt dann gleich, aber ich würde mich zuerst freuen, wenn du einen Daumen nach oben für den Blumenmann da lässt, für diese einfache, schlichte und schnelle Winterdeko-Idee für die Fensterbank, für dein Wohnzimmer oder auch für vor dem Haus. Also, diese kleine Büste ist ganz vielseitig einsetzbar und ich hoffe, auch du findest irgendwo ein Plätzli oder eine Standortidee, wo du das deponieren kannst. Schlicht, einfach und schnell und schön eine Dame mit einem leuchtenden Haar dekoriert. Die Erleuchtung, vielleicht könnte man der Idee so sagen. Und wenn du eine andere Idee hast, wie man diese Deko-Idee sagen kann, schreib es unten in die Kommentare rein. Manchmal bin ich traurig, wenn niemand kommentiert. Und darum kommentiere auch du jetzt hier. Also ich finde, es leuchtet wunderschön und die Erleuchtung ist da. Ja, ich hoffe, schnell und einfach konntest du was lernen und ich hoffe, du bleibst immer wieder gerne hier bei meinem Kanal hängen. Tschüss und weg, sag ich dann, dein Blumenmann.